Ja, also wir hatten hier eine Aufgabe im Buch, Seite 159, Nummer 7. Und wir sollten bei m Quadrat, wenn ich die Länge verdopple und die Breite um 5 cm verringere, erhält man ein Rechteck, dessen Fläche um 24 Quadratzentimeter größer ist als die Fläche des Quadrates, also dieses Quadrat. Und dann sollten wir herausfinden, welche Seitenlänge das Quadrat hat. So habe ich das Quadrat gezeichnet und habe die Seitenlänge, die wir herausfinden sollten, mit x gekennzeichnet. Und dann stand da ja, dass die Fläche des Quadrates 24 Quadratzentimeter größer ist. Und also den Flächeninhalt berechnet man ja eigentlich mit der, also diese Seite zum Beispiel a mal b. Und jetzt haben wir ja 2 mal x, also x mal x ist ja x Quadrat plus 24 Quadratzentimeter. Achso, ich habe hier angegeben, dass eine Längeneinheit gleich 1 Zentimeter ist, deswegen kann ich mir das hier sparen. So, und dann ist gleich. Und dann habe ich gerechnet 2x mal, also wir sollten ja also eine Seite verdoppeln, deswegen 2x. Und dann mal x, also eine Seite minus 5. Das sind 5 cm, das habe ich ja hier angegeben, weil ich ja auf einer Seite 5 cm abziehen sollte. So, dann rechne ich, also schreibe ich das nochmal auf. X Quadrat plus 24 ist gleich, und dann habe ich das ausgerechnet, sind 2x Quadrat wegen 2x mal x. Und dann 2x minus 5 ist minus 10x. So, dann habe ich die 24 rübergeholt, indem ich minus 24 gerechnet habe. Sind x Quadrat gleich 2x Quadrat minus 10x minus 24. Und dann sieht man eigentlich schon, dass wenn ich jetzt x Quadrat abziehe, dass ich dann wieder eine Normalform habe mit 0. Und dann minus x Quadrat ist gleich 0. Und dann hier sind ja 2x Quadrat, also nur noch x Quadrat minus 10x minus 24. Und dann sehe ich ja, dass ich hier ganz eindeutig PQ-Formel anwenden kann. Dann schreibe ich mir das immer nochmal hin zur Sicherheit. Und dann sind das ja, das ist ja p, also minus p halbe ist ja schon minus, deswegen wird es positiv. Und die Hälfte ist 5, da kann ich dann gleich 5 hinschreiben. Plus minus Wurzel aus. 5 zum Quadrat ist 25. Und dann minus, also aus minus und minus wird plus hier. Das ist ja q. Also minus q, und dann wird es plus q, ist plus 24. So. Dann rechne ich das. Also ich habe hier nochmal hingeschrieben, wir wollen natürlich x01 und x02 rausfinden. So, dann habe ich das hier ja in die Wurzel geschrieben, plus minus. So. Und dann Wurzel aus 49 ergibt das ja. Und wie kann ich jetzt hier runter? Ja, so, dann habe ich hier die Wurzel aus 49, will ich herausfinden. Also nochmal, x01, 2 ist gleich 5 plus minus, und die Wurzel aus 49 ist ja 7. So, dann rechne ich als erstes x01. Nee. Ja. X01 ist 5 plus 7 ist 12. Und x02 ist gleich 5 minus 7 ist minus 2. Und das ist ja jetzt sozusagen die Seitenlänge von dem Quadrat hier oben. Und minus 2, es kann ja keine negative Seitenlänge sein. Deswegen kann es eigentlich nur 12 sein. Deswegen ist das hier richtig. Und dann überprüft man halt noch, ob das richtig ist. Und in der Aufgabe steht ja, dass halt der Flächeninhalt des Quadrates plus 24, also 24 cm größer sein soll. Und dann habe ich halt einfach x, habe ich ja rausgerechnet sozusagen. Es gibt ja eigentlich nur ein x, weil das ja falsch ist. Und dann habe ich das einfach hier oben eingesetzt. Hier, bei x Quadrat plus 24. Drück mal auf Blau und dann streicht es mal. Blau. Da ist Blau. So.
ist ein bisschen dickeres Blau und dann machst du die Probe. So, und dann, habe ich hier ja x Quadrat, 12 mal 12 ist 144. So, dann habe ich plus 24. Und dann ist gleich 2x mal x minus 5. Also sozusagen 2 mal 12 ist 24 mal in Klammern 12 minus 5. So, dann rechne ich hier das zusammen. Das sind 168. Ist gleich. Und das ist hier, ergibt ja 7. 12 minus 5 ergibt 7. Und 24 mal 7 ist auch 168. Und weil das eine wahre Aussage ist, habe ich das halt richtig gerechnet. Daran erkennt man das. Machen wir mal einen Klingel um das x01. Um das x01? Um das x01, ja. Hm. Hier. Das ist die wahre Aussage. Ja. Kannst du das Ganze mal schnell noch mit x02 demonstrieren? Ja, ich kann die ganze Probe natürlich auch mit x02 durchführen. Mhm. Und dann rechne ich hier... Mach mal in lila. Ja, okay. Das ist ja Robert. So, das ist ja hier x zum Quadrat. Und dann rechne ich das halt mit minus 2 mal minus 2 ist ja 4. Weil Minus mal Minus ist ja Plus. Plus 24 ist gleich, da hatten wir ja 2x, also minus 4 mal in Klammern, minus 4, minus 5 sind minus 9, kann ich ja gleich hinschreiben. Und dann rechne ich hier, das sind 28. Pardon? Ja? Guck mal, x minus 5. X war minus 2. Minus 2, minus 5, minus 7, ne? Hä? Statt minus 9. Ach so, minus 7, ja, minus 7, stimmt, ja. Kein Beinbruch. Ach so, kann ich ja weg. Kein Problem. Mhm, weiter. Und dann habe ich ja hier 28, mhm, ist gleich. Und minus 4 mal minus 7 ist ja wieder Minus mal Minus ist Plus. Und 4 mal 7 ist 28. Nee. Pause. Also obwohl wir hier jetzt zwar wieder sozusagen eine wahre Aussage haben, wissen wir, weil es ja ein negatives Ergebnis ist, kann es gar nicht sein, weil das kann ja nicht minus 2 sein. Also ist das Ergebnis auf jeden Fall falsch. Obwohl es man jetzt vielleicht denken könnte, es ist richtig, weil es eine wahre Aussage ist. Das hat er sehr schön gemacht und jetzt, das Problem steht ja immer darin, irgendwie einen Ansatz zu finden. Ich sag mal ein Beispiel, ein ganz simples Beispiel. Wir schreiben ja in Mathe immer Kurzformen und eine Kurzform eines langen Textes wäre zum Beispiel, wenn ich eine Zahl, die ich noch nicht kenne, verdopple und dazu 7 zähle, erhalte ich 0. Also, wenn ich eine Zahl x, die ich noch nicht kenne, verdopple, heißt mal 2, vervierfache wäre mal 4 oder mit dem 1,5-fachen multipliziere, hieße mal 1,5 und so weiter. Und 7 dazu zähle, erhalte ich 0. Das ist eine Gleichung, die kann jeder lösen. Und jetzt geht der Rest tippeltappeltur, das ist dann kein Problem. Und so ähnlich war es hier, wenn ich ein Quadrat habe und Quadrat, nennen wir es ruhig mit x, wir hätten es auch mit a oder sonst wie nennen können, und die Seiten davon verdopple, dann wird mein Quadrat viermal so groß. Also, Quadrat viermal so groß, das kann sich ja bloß um den Flächeninhalt handeln. A ist in diesem Fall x Quadrat. Also schreibe ich okay, x Quadrat. Aber das wird sich vervierfachen, wenn ich die Seiten verdopple. Also, wenn ich sage x mal 2. Ist das jetzt schon so richtig? Das müssen wir erst überlegen, ob das stimmt. Denn ich habe ja auf der rechten Seite, habe ich nämlich auch eine Fläche. Naja, und x mal 2 ist keine Fläche, das wäre nur die Länge der Seite verdoppelt. Aber die mit sich selber multipliziert, diese verdoppelte Seite mit sich selber multipliziert, da gibt es wieder eine Fläche. Gucken wir mal an, das bleibt 4x². Und wenn ich jetzt hier das ausmultipliziere, 2 mal 2 ist 4 und x mal x ist x², aha, dann stimmt das. So zum Beispiel. So könnte man eine Kurzform aus einer Langform gesprochenen Langform aus einer Textaufgabe machen, aus einem Rätsel, aus einem weiß der Kuckuck was. So ungefähr ist das Prinzip und das werden wir heute immer wieder üben. Ich gehe nochmal auf das Prinzip des Würfels ein, das ist im anderen Video schon mal besprochen worden.
Das heißt, ich werde dieses Ding skizzieren und dann ganz kurz was dazu sagen. Im Video. Hier sage ich es natürlich länger. Nochmal ganz kurz, also wenn ich von Urzustand, ich nehme ein kleines Würfelchen von 1 Kubikzentimeter, das ist ja 1 Zentimeter bei 1 Zentimeter bei 1 Zentimeter, ich sage dazu mal V1. Okay. Wenn ich aber nur die Seiten verdopple, nur einfach die Seitenlänge mal 2 nehme, oder ich kann auch sagen, wenn ich zu der Seitenlänge 1 Zentimeter noch 1 Zentimeter dazu rechne, heißt das 2 mal 2 mal 2 ist 8 Kubikzentimeter. Wie kann ich diesen Zusammenhang ausdrücken? Ich kann sagen, wenn ich die Seitenlänge, das mache ich mal rechts, wenn ich zu der bestehenden Seitenlänge, die heißt 1 Zentimeter, noch 1 Zentimeter dazu rechne, das wäre die eine Variante, ergibt das einen Urzustand, der sich aber verachtfacht. Gucken wir uns das mal an, ob das stimmt. Verachtfacht, jetzt darf ich das natürlich nicht in Kubikzentimeter schreiben, das wäre Blödsinn. So, gucken wir mal an, ob das stimmt. Also, kurz gesagt, wenn ich dieses verachtfache und nur die zu der Seite 1 Zentimeter dazu zähle, dann rechne ich das hier zuerst aus, das sind 2 Zentimeter, nehme das hoch 3 und siehe da, das passt, das sind 8 Kubikzentimeter und das auch. So geht man dabei. Jetzt gibt es ja verschiedene Aufgaben, da kann man dann sagen, wenn ich zu einem bestehenden noch zu der Seitenlänge, die ich noch nicht kenne, 5 cm dazu zähle, ergibt das ein Volumen von so und so viel und so weiter. Aber das ist der Ansatz, darum geht es. Machen wir das mal. Was passiert, wenn ich einen Würfel habe, der, ich kenne das Volumen noch nicht, V1 beträgt derzeit meinetwegen sagen wir mal, 125 Kubikzentimeter. Und ich zähle zu jeder Seite, also Skizze, das seien die 125 Kubikzentimeter, das hier schon, höchstwahrscheinlich, man kann sich schon denken, wie sich das zusammensetzt. Wir sagen x mal x mal x. Und ich verlängere x um 3 cm. Was ergibt sich dann für ein V2? Also gesucht ist V2, wenn, ja, wenn ich 3 cm dazu zähle, wenn x plus 3 cm. So, jetzt seid ihr dran. Jetzt macht mal. Also diese Aufgabe, die ist gar nicht so schlimm. Die geht vorwärts zu rechnen. Ich stelle 2 Erkenntnisse auf. Man kann auch sagen, 2 Gleichungen. Und zwar, 125 Kubikzentimeter ergibt sich aus x hoch 3. Das wissen wir. Daraus folgt, x muss 5 sein. Bis dahin geht das. V2 ist aber, wenn x plus 3 Zentimeter, also x plus 3 in Klammern hoch 3, und dann setze ich die Erkenntnis aus der ersten, das hier, das setze ich dann praktisch hier ein. Und dann kann ich ausrechnen und dann bin ich fertig. Und ich meine, das haben wir hier oben festgelegt, Kubikzentimeter damit. Und dann ist das Thema durch. Okay, andere Aufgabe, die dürfte euch aber jetzt noch ein bisschen mehr helfen. Also, gegeben ist folgender Sachverhalt. Jetzt kommen wir praktisch wieder so ein bisschen auf das hier oben zurück hier, auf dieses Prinzip. Das müssen wir jetzt richtig aufstellen. Ich habe mir gerade ein Beispiel überlegt. Wenn ich ein Würfelvolumen vergrößert sich um 394 Kubikzentimeter. Also, wie schreiben wir das? Ein Würfelvolumen vergrößert sich um 394 Kubikzentimeter. Delta V ist der Unterschied zwischen den Volumina, ist 394 Kubikzentimeter. Wenn ich die Seiten des bisher unbekannten Würfels um 2 cm vergrößere, wenn, sagen wir Kante, plus 2 cm. Gesucht ist natürlich Kante. Wir können aber auch sagen, Kante, wir nennen sie x. So, macht eine Skizze und überlegt euch, wie man das löst. Wenn man sich also in diesem Fall eine Skizze macht, nochmal, das Volumen eines bisher unbekannten Würfels vergrößert sich um 394 Kubikzentimeter, wenn ich die Kantenlängen um 2 cm verlängere. Wenn man sich da zwei Skizzen macht, dann wird es leichter. Dann sage ich V1,
x, x, x. V2 ist x plus 2, x plus 2, x plus 2 die Kantenlänge. Und dann schreibe ich mal eine Gleichung und dann sage ich, wenn ich zu V1 noch 394 Kubikzentimeter dazu zähle, erhalte ich V2. Ich lege jetzt wieder fest, damit ich mir die Schreiberei erspare, ein Zentimeter ist eine Längeneinheit. Und wie errechnet sich jetzt V1? Dann sage ich einfach, naja, das ist ja nicht schlimm. Das ist x mal x mal x, also x hoch 3. Plus die 394 soll werden V2. V2 wird aber gerechnet x plus 2 in Klammern hoch 3. Und jetzt kann ich weitermachen. Jetzt habe ich eine Gleichung, mit der kann ich arbeiten. Mit der kann ich mal ausprobieren, wie das geht. Und die lässt sich lösen. Das linke, das lassen wir im Moment. Und wir sagen, das rechte ist mal x plus 2 in Klammern zum Quadrat mal x plus 2. Das geht nämlich schneller auszurechnen. Hier drüben bleibt es. Und das ist x Quadrat plus 4x plus 4. Und den ganzen Mist jetzt nochmal x plus 2 nehmen. Also, das erste ist x hoch 3. Das nächste ist 2x Quadrat. Dann machen wir es mal so. Die 4x mal x. Es kommen die dran, das sind 4x Quadrat. Jetzt die 4x mal 2 plus 8x. Jetzt kommt 4 mal x plus 4x plus 8. Den rechten Mist müssen wir natürlich zusammenfassen. Oh. Damit wir den Kram abziehen und entsprechend töten können. Aber was sieht man schon? Man sieht Folgendes, und zwar, man sieht das hier. Da muss ich mir nämlich die Schreiberei schon mal ein bisschen leichter machen. Ich kann grundsätzlich schon mal sagen, in der nächsten Zeile zusammenfassen und ich ziehe x hoch 3 auf beiden Seiten ab. Dann steht hier eine 394 alleine. Fassen wir mal die x Quadrate zusammen. Da habe ich hier 1 und hier 1. Das sind 6x Quadrat. Kleiner Moment. Jetzt fasse ich den Rest zusammen. 8x und 4x sind 12x. Habe ich noch mehr x? Nee. Plus 12x. Und jetzt einfach hinten noch die 8 dazu. Jetzt stört mich natürlich das. Müssen wir mal probieren, ob wir das durch 6 teilen können. Probieren wir mal, ob das geht. Wenn die Zahl hier durch 3 teilbar ist, denn gerade ist sie, dann ist sie auch durch 6 teilbar. 394 durch 6, 3 plus 9 ist 12, plus 4 ist 16. Das geht noch nicht. Ziehen wir mal 8 ab. Muss sowieso abgezogen werden. Dann habe ich hier bloß noch 376, ne? Ja, 76. Ist die Zahl durch 3 teilbar? Immer noch nicht. Es wird nicht besser. Macht aber nichts. Habe ich hier immer noch 6x Quadrat plus 12x. Dann rüber damit. Wenn wir das haben, haben wir hier 0 ist gleich 6x Quadrat plus 12x minus 376. 386, Entschuldigung. Das ist. Ich habe hier nicht richtig aufgepasst. So. Das waren ja 394 minus 8. 386. Probieren wir mal, ob das geht. 3 plus 6 ist 9, plus 8 ist 17. Das geht also immer noch nicht. Aber das macht nichts. Das kann man dann entsprechend teilen. Wenn ich mir jetzt keinen Rechenfehler erlaubt habe, müsste das relativ glatt aufgehen. Macht mal weiter. Verzeihung, ich habe. Ja, das kommt davon, wenn man alles versucht im Kopf zu machen. 294. Vergrößert sich um 294. Ich schreibe das mal in Rot rein. Nee, dann geht es auch leichter auf. 294, 294, 294, 294, 294 und jetzt werden das immer noch 294 und 286. Na, hoffentlich habe ich jetzt nicht immer noch mal Mist gemacht. Mist, Mensch! Jetzt ärgert es mich. Ich habe das kommt davon. Ich muss nochmal korrigieren. Dann passt es wirklich. Jetzt nochmal eine Änderung. Mensch, 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 Mensch. Und das mir ist 296. Also ich streiche das mal durch. 296. Ja. Das kommt davon. Ich werde das hier korrigieren. 296. 296. Oh Gott. Jetzt wird es besser, ne?
296. Und jetzt kann man das auch rechnen, den ganzen Mist. 296 und das nochmal. Ich werde mal Pause machen. So, jetzt also. Jetzt entsprechend hat sich das alles, was ich in Rot geschrieben habe, geändert. Jetzt wird es besser. Jetzt kann ich durch 6 teilen. Na dann. Mann, Mann, Mann. Hier bleibt es 0, hier bleibt es x Quadrat, 2x. Und wie viel ergibt das da hinten? Na, jetzt haben wir es. So, jetzt PQ und dann haben wir es. Ne? Jetzt drehen wir die ganze Geschichte mal um. Wenn ich die Kantenlängen, also schreiben wir, wenn, Kantenlängen nennen wir einfach wieder mal x, um 3 cm vermindere, dann ergibt sich ein kleineres Volumen, und zwar um 279 Kubikzentimeter. Dann ist Delta V minus 279 Kubikzentimeter. Gesucht ist die Kantenlänge des Würfels, der dann entsteht, beziehungsweise die Kantenlänge, die hier in die Berechnung einfließen soll. Macht am besten eine Skizze. Auch hier hilft zum Verdeutlichen eine Skizze. Ich habe ein Originalvolumen x mal x mal x. Wenn ich das um 279 Kubikzentimeter verkleinere, diesmal habe ich mir nicht verrechnet mit der Aufgabe, erhalte ich ein kleineres Volumen. Und das wird berechnet durch x minus 3 mal x minus 3 mal x minus 3 und so weiter und so fort. Wieder die übliche Festlegung hier, diese hier. Und dann ist der Rest nur noch Schmuck am Nachthemd. Das wird dann also gerechnet. Hier ist ein bisschen Schreiberei. Und ich kriege raus, das müssen 7 cm sein. Das geht auch. Wenn ich das, ich verzichte jetzt auf die Probe. Das Thema ist soweit durch. Also es funktioniert genauso. Ich muss natürlich höllisch aufpassen mit den Vorzeichen. Fragen? So heißt also, so rechnen wir es und in dieser Art schreiben wir auch einen Test. Und dann kommen noch ein paar Kleinigkeiten dran, wo man eigentlich Handwerkszeug braucht. Also das ist aber schon rumgegangen, das muss ich jetzt nicht noch alles erzählen. Handwerkszeug ist sowas hier auch, diese Rechnerei oder so ein Kram. Handwerkszeug ist auch Nullstellen bestimmen oder so ein Kram oder mal schnell mal eine Funktion zeichnen und so weiter. Was wir hier die ganze Zeit gemacht haben, das sind typische Aufgaben aus der Praxis, wenn ich also was anwende. Also, lassen wir es bis dahin. 5 Minuten haben wir noch, die nutzen wir noch zum Besprechen und zum Üben. Ansonsten schöne Pause.